Student ist ein internationaler akademischer Wettbewerb, wo Studenten 18 Monate Zeit haben, einen rennstreckentauglichen Motorradprototypen unter Einhaltung eines Reglements zu entwickeln und umzusetzen. Zu Beginn war die größte Herausforderung, die ganzen Prozesse zu identifizieren, die notwendig sind, um ein Rennbike zu entwerfen, umzusetzen und zu betreiben. Mit 13 Teammitgliedern und wir ein sehr kleines, aber auch ein sehr dynamisches Team mit kurzen Informationswegen. Es war auch besonders wichtig am Anfang, die ganzen Work-Packages und Aufgaben sinnvoll gemäß den Interessen und Talenten der einzelnen Teammitglieder zu verteilen. Die Punktewertung wird in MotorStudent 1 oder abgekürzt MS1 und MS2 unterteilt, wobei MS1 die Bewertung der Entwicklungsarbeit ist und MS2 dann die Wertung beim Final Event in Aragon ist. Sprich, das beinhaltet die ganzen dynamischen Tests, wo alle Teams gegeneinander antreten. Geboren wurde das Projekt an der Montanuni aus Leidenschaft zum Motorsport und zum Maschinenbau von einer jungen Gruppe Studenten. Wir bekamen auch relativ schnell die Unterstützung des Rektorats. Jedoch waren die universitären Ressourcen und Möglichkeiten auf ein Projekt dieser Art nicht ausgelegt. Das MotorStudent Kit, was jedes Team von der Organisation oder vom Veranstalter zugesandt bekommt, besteht gerade mal aus einem Motor, einem Bremssystem und etwas Elektronik. Der Rest liegt beim Team. Deshalb war uns auch relativ schnell bewusst, dass wir starke Partner an unserer Seite benötigen, um auch wirklich ein wettbewerbsfähiges Endprodukt zu generieren. Unser Ziel war es, österreichische Partner ans Land zu ziehen und unser Projekt einzubinden. Dabei haben wir hauptsächlich auf österreichische Partner Wert gesetzt, wie eben zum Beispiel KTM, Bunker Racing oder die 4R Group, unsere Hauptsponsoren in diesem Projekt. Unser Ziel war es generell, dass wir für alle beteiligten Parteien einen Mehrwert kreieren können, für die Firmen, für die Universität und auch für uns Studierende. Für die Firmen der Mehrwert ist einfach die Reputation bei einem internationalen Wettbewerb gewesen. Wir haben nicht nur mit unserer Präsenz die Firmen gut vertreten, sondern auch mit unseren Erfolgen. Genauso diese Reputation haben wir auch an die Universität weitergebracht. Und für uns Studierende war einfach der Mehrwert, dass wir generell mehr Interesse an Motorsport geschafft haben an unserer Universität, aber auch für uns persönlich die Benefits haben, dass wir das gelernte akademische Wissen wirklich in die Praxis umsetzen konnten. Zu unseren Partnern möchte ich auch noch genau sagen, dass zusätzlich zu der finanziellen Leistung sehr viele Serviceleistungen oder auch Zukaufteile uns beigesteuert worden sind, wie zum Beispiel die Gabel, Federbein oder die Frontverkleidung. Einfachheitshalber, dass wir diese nicht fertigen konnten oder eben nicht vorgesehen war laut dem Reglement und somit da auch ein großes Dankeschön an alle Partner. Wie beginnt man, wenn man nichts als ein weißes Blatt Papier hat? Auch wenn es am Anfang schwierig ist, ist es wichtig, einmal eine Referenz zu finden und seine Hauptabmaße sinnvoll festzulegen und dann auch eine Auswahl zu treffen, was man für Möglichkeiten bei Materialien und bei der Fertigung hat, damit man dann bei der Konstruktion von Anfang an in eine umsetzbare Richtung geht. Dann ist vor allem viel Brainstorming und Gruppenarbeit nötig, um breit gefächert sehr viele Möglichkeiten aufzuzeigen und dann auch sinnvoll eine Auswahl zu treffen. Entscheidungen zum konstruktiven Aufbau der Heckbaugruppe sind relativ früh festgestanden. Wir haben als Team beschlossen, dass wir relativ gut einstellbar sein müssen auf den Fahrer und das Fahrverhalten aufs Gewünschte. Und wir müssen auch relativ leicht werden. Und deswegen haben wir uns für die Materialkombination Carbon, Aluminium, Kunststoff festgelegt, wobei Carbon die Verbindungselemente waren
Aluminium die Knotenpunkte und Kunststoff waren Airbox und Verkleidung. Letztere sind dann SLS 3D gedruckt worden und an die Stützstruktur angepasst. Die Airbox ist auch strömungssimuliert worden, wobei bei der Strömungssimulation herausgekommen ist, dass wir Luft aus dem Fahrtwind abgreifen müssen, woraufhin die Ansaugung dann bis nach vorne gezogen wurde. Das Ziel für die Schwinge war ein leichtes Bauteil. Aus diesem Grund haben wir auch da Aluminium gewählt. Zu Beginn haben wir wie bei der Gabelbrücke probiert, einen Teil der Schwinge-Topologie zu optimieren. Das hat sich aber dann im Zuge der Konstruktion als schwierig herausgestellt, weil auch der Design Space für die Topologieoptimierung nicht 100% bekannt war. Aus diesem Grund haben wir dann eine Kombination aus Frästeilen und Halbzeugen gewählt, das heißt die Frästeile zusammengeschweißt mit Aluminiumformrohren. Zu Beginn haben wir dann aber die Schweißbarkeit der Aluminiumlegierung, was wir zu Beginn gewählt haben, nicht unterschätzt. Und aus diesem Grund haben wir dann unter Zeitdruck kurz vor der Fertigung noch einmal die Aluminiumlegierungen wechseln müssen, was wir dann mit der Simulation noch einmal überprüft haben. Und dann hat das auch zum Glück im Motorland Aragon beim Finalevent ganz gut hingehauen. Wir hätten einfach eine Gabelbrücke kaufen können, aber das war unser Plan B. Sehr früh haben wir die Idee dieser Verstellbarkeit gehabt. Und die Idee haben wir uns, von der haben wir uns nicht mehr verabschiedet, trotz allen selbst auferlegten Schwierigkeiten. Denn Funktionalität gibt es nicht gratis, die kostet Gewicht. Und daher haben wir diese Chance ergriffen, mit neuen Technologien zu spielen: Topologieoptimierung, Metall-3D-Druck. Und wir haben im Endeffekt bei einem Bauteil, was bei Versagen ein hohes Risiko beinhaltet, uns getraut, das dann auch umzusetzen. Und herausgekommen ist, ein Bauteil oder eine Baugruppe, die so in dieser Art und Weise bei Produktrecherchen am Markt nicht zu sehen war. Dadurch, dass wir als Rookie-Team alles neu entwickeln mussten und auch noch die Post-Covid-Lieferschwierigkeiten etwas zu spüren bekamen, begannen wir mit dem Zusammenbau etwa Ende Juli. Und wenn man dann etwa 2 Monate vor der Planabfahrt nach Spanien vor einem Haufen unfertiger Teile und Rohre steht, dann wird man schon mal nervös. Aber wir hatten sehr viel Vertrauen in unsere Arbeit und wir haben auch sehr viel Energie in die Beseitigung von Fehlern und Kollisionen gesteckt und somit konnten wir im Zeitplan sehr gut aufholen. Und dann ging es ans Testfahren. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer.
Nach einer 24-stündigen Anreise zum Motorland Aragon bezogen wir mal unsere Box und dann ging es zum Technical Scrutineering, wo die Reglement-Konformität des Motorrads und auch die Belastbarkeit überprüft wird. Ich denke, wie das Motorrad in der Hydraulikpresse eingespannt war, das war wohl der für uns unwohlste Moment am ganzen Wochenende. Jedoch hat auch hier wieder alles gepasst und als die Testfahrer der Organisation dann die dynamische Sicherheit des Motorrads auf der Rennstrecke überprüften und dann alle mit einem Grinser bis zu den Ohren abstiegen, da wussten wir, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Zu unserer MS2-Phase, die Rennphase, gab es mehrere Tests direkt an der Rennstrecke, beginnend mit einem Dreifachtest, kann man sagen, startend mit einem Brake-Test von 80 km/h auf 0 km/h, weiterführend mit einem Gymkhana-Test, einem Hütteltest. Und abschließend die drei Tests war unser Beschleunigungstest, Acceleration-Test. Dann ging es weiter in die gewohnte Rennphase mit freiem Training 1 und 2, wobei dabei die maximale Geschwindigkeit auf der Gerade gemessen wurde und auch die Sektorgleichheit vom Sektor 2 in Aragon und übers Qualifying, das gewohnte Format mit Pole Position und Rennaufstellung. Zusätzlich dann zum Rennen wurde dann noch die schnellste Runde gemessen und bewertet. Insgesamt die MS2-Phase kann man gleich punktemäßig rechnen wie die MS1-Phase, somit war dies genauso wichtig wie die MS1-Phase für uns. Die Stärke unseres Teams war definitiv die breite Fächerung der Fähigkeiten. Wir hatten Leute mit starken organisatorischen Talenten, Leute, die sehr hohe Vorerfahrungen im technischen Bereich hatten und auch welche, die schon viel im Motorsport unterwegs waren. Das Ganze ist dann beim End-Event in Aragon sehr stark zum Tragen gekommen, da wir bei den einzelnen Prüfungen und Bewertungen durchwegs hohe Leistungen abliefern konnten. Maschinen sterben wegen Kleinigkeiten und wenn man einen Prototypen hat mit größer 100 Komponenten, da ist sicher irgendwo eine Kleinigkeit drin. Und so war es dann auch. Im freien Training ist uns das Schaltgestänge gebrochen. Das war natürlich für uns das Ende des freien Trainings. Der Fahrer ist in die Box gekommen. Ja, dann sind wir da gestanden. Das darf uns beim Qualifying und beim Rennen auf keinen Fall passieren, weil sonst sind die Leistungen immer weg. Am Ende des Tages haben wir gesehen, es war klassischer Maschinenbaufehler, großer Steifigkeitsübergang, Kerbe, Schwingbruch. Aber auch einen klassischen Fehler muss man einmal erkennen. Und dann haben sich drei motivierte Maschinenbauer noch bis am Abend zusammengesetzt. Wir haben den Fehler gefunden, wir haben den Steifigkeitsübergang behoben und wir haben die Komponenten genauestens sorgfältigst zusammengebaut, sodass wir aus der Baugruppe für das Rennen das Beste rausgeholt haben. Natürlich bei der Schaltstange war die Frage, passiert das wieder? We'll be right back.
Sunday Race Day. Am Sonntag ging es für uns nach dem Qualifying auf P6 ins Rennen und in Kurve 1 rutschte uns dann schon mal allen das Herz in die Hose, wie fünf Mopeds gleichzeitig in Tier 1 einbogen. Aber Sergio verteidigte sehr gut den 6. Platz und im Laufe des Rennens ergab sich auch ein relativ großer Polster nach vorne und nach hinten. Ich glaube, der schlimmste Moment im ganzen Rennen war, wie wir in der letzten Runde alle das Live-Timing wegpackten und dann auf die Boxenmauer kletterten und die 15 Sekunden vom Vordermann zu Sergi, wo wir dann alle auf Sergi warteten, die waren die längsten meines Lebens. Konstant hohen Leistungen über das gesamte Wochenende erreichten wir dann den 3. Platz in der MS2-Wertung und den 1. Platz in der Rookie-Wertung. Und für uns der eigentlich größte Erfolg ist es als Rookie-Team und auch als erstes österreichisches Team, was es jemals gegeben hat, den 2. Platz im Gesamtklassement zu belegen. Ich kann mich auch nur bei meinem Team bedanken, was durch monatelanges professionelles Arbeiten so ein Resultat ist möglich gemacht. Also für mich war das ein unbeschreibliches Gefühl, gerade wenn man jetzt nicht so viel mit dem Motorsport zu tun hat, dass man da 5 Tage lang gemeinsam mit einem Team im Ring, in der Box sich aufhält und dann 5 Tage lang das Projekt, was man 18 Monate verfolgt hat, zusammen abzuschließen und dann auch noch vorn mit dabei sein, das war für mich unbeschreiblich und vor allem zum Schluss dann, wie wir dann die Preise abgeräumt haben, diese Emotionen, was da frei geworden sind als Team, das kann ich jedem empfehlen und dadurch waren die 5 Tage da, muss ich sagen, einer von den spannendsten Tage vom ganzen Studium.